Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und schön, dass Sie sich wieder reingeklickt haben zu uns. Dieses ist eine neue Ausgabe unseres Asklepios Gesundheitsmagazins Nachtvorlesung nachgefragt. Und heute geht es meiner Meinung nach um ein ganz besonders interessantes Thema, über das man auch noch gar nicht allzu viel gehört hat. Ich bin froh, dass wir das in diesem Rahmen ändern können. Begrüße ganz herzlich Dr. Birger Dulz, Chefarzt der Abteilung für Persönlichkeitsstörungen und Trauma in der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll. Und wir beide unterhalten uns heute über das Thema Borderline-Störungen und Sexualität. Das eine ist eine Erkrankung, über die Sie uns vielleicht auch noch mal ganz kurz aufklären können, damit wir wissen, um was für ein Krankheitsbild es sich erstmal handelt. Sie meinen wahrscheinlich die Borderline-Störungen. Die Borderline-Störungen gehören zu den Persönlichkeitsstörungen und zeichnen sich zentral durch Beziehungsstörungen aus. Es können im Prinzip alle Symptome vorkommen, die es gibt, von Drogenkonsum über Phobien, über Zwänge, über pseudopsychotische Symptome, aber auch eben Störungen im Bereich der Sexualität. Und letztlich ist das entscheidende Merkmal die Art der Beziehungsgestaltung. Das heißt, es ist eine Beziehungsstörung. Zu allen Menschen, also Familienmitgliedern, Freunden, Partnern? Insbesondere nahe Beziehungen. Familie, Liebespartner, enge Freunde, aber auch Chefs zum Beispiel. Und im Rahmen der Therapie dieser Störungen kommen wir recht gut zu Rande in der Behandlung von Symptomen wie selbstverletzendem Verhalten oder Suizidalität. Das Hauptproblem in der Behandlung ist letztlich aber die Bearbeitung der Beziehungsstörungen. Und dazu gehört bei Liebesbeziehungen eben auch Sexualität. Warum ist es denn wichtig, dass wir heute mal insbesondere diese beiden Themen miteinander kombiniert besprechen? Also Psychiatrie und Sexualität ist ja ein komplexes Thema. In der Psychiatrie, in den psychiatrischen Kliniken, war es früher so, dass der Bereich der Sexualität komplett ausgespart und ausgeklammert wurde. In Ochsenzoll war das nicht anders als im Rest der Republik. In Ochsenzoll war es, wie auch in den meisten anderen Kliniken, sogar so, dass wir zwei Seiten hatten. Eine Seite für die Frauen auf dem Gelände, eine Seite für die Männer auf dem Gelände. Und die Teams auf den Stationen dachten immer, es ist alles in Ordnung und über das Unaussprechliche muss nicht gesprochen werden, weil es kommt nicht vor. Aber wir hatten ein Wäldchen, das hieß dann Verlobungswäldchen. Und man kann sich dann vorstellen, wie die Verlobungen dann dort stattfanden. Und gegen 21 Uhr, wenn die Stationen dann dicht machten, gingen die Männer alle nach links, die Frauen alle nach rechts. Und die Pflegekräfte und die Ärzte dachten, es ist alles in Ordnung und die Patienten sind alle ganz brav. Dem war nicht so. Der Punkt, wo man nicht umhin kam, über Sexualität, aber oft auch nur sehr verschämt zu sprechen, waren Medikamente und deren Nebenwirkungen, die wir gegeben haben, insbesondere auch bei psychotischen Störungen. Eine der häufigen Nebenwirkungen im Bereich der Sexualität ist zum Beispiel Impotenz. Und viele Patienten haben diese Medikamente genommen und haben sich geschämt, zu erzählen, was das für unerwünschte Wirkungen hatte, das Medikament. Und Ärzte haben oft auch gar nicht gefragt. Und das ist auch einer der Gründe, warum Medikamente abgesetzt wurden. Und die Mitarbeiter in den Kliniken haben das oft gar nicht erfahren oder auch in den Praxen, dass die Patienten das Medikament gar nicht mehr nahmen. Auch hier spielt Sexualität eine große Rolle. Also sehr gut anscheinend, dass sich diesem Teil jetzt auch mal näher zugewendet wird. Und darüber sprechen wir heute auch, insbesondere eben bei Borderline-Patienten. Kann man da so ein paar Gruppen, ein paar Beispiele mal erzählen? Ja, man kann hypothetisch annehmen, hypothetisch deswegen, weil es gibt überhaupt keine wissenschaftlichen Studien darüber. Man kann hypothetisch annehmen, dass es drei Gruppen gibt. Das eine ist eine Gruppe von Patienten, die eine relativ normale Sexualität haben, ich sag mal so salopp wie du und ich. Dann gibt es eine Gruppe, die haben sehr hochriskantes Sexualverhalten. Das kann so weit gehen, zum Beispiel, dass Menschen auf sogenannte Gangbang-Partys gehen. Das heißt, alle haben Sex miteinander. Und es ist klar, dass es dort Menschen mit einer HIV-Infektion gibt. Und es ist völlig klar, dass niemand ein Kondom benutzt.
Also man kann auch sagen, russisch Roulette im Bereich Sex. Mhm. Also dieses riskante Sexualverhalten, promiskes Verhalten, alles das gehört zu dieser zweiten Gruppe. Die dritte Gruppe hat überhaupt keine Sexualität, hat oft auch überhaupt keine sexuellen Fantasien. Letztlich ist das die Gruppe, die wohl am schwierigsten zu behandeln ist. Man kann in der Psychotherapie bei diesen Patienten Dinge, die vorhanden sind, viel besser behandeln, kann man sich, glaube ich, auch gut vorstellen, als Dinge, die nicht vorhanden sind. Mhm. Und so ist das auch in der Sexualität. Also ein problematisches Sexualverhalten können Sie viel leichter bearbeiten als gar kein Sexualverhalten. Mhm. In meinen Vorrecherchen, sage ich mal, ist mir ein Wort im Zusammenhang mit Borderline und Sexualität immer wieder begegnet, und das ist das der Angst. Ja. Auf verschiedensten Ebenen, vielleicht in allen dieser Gruppen auch zu finden, was für eine Rolle spielt die Angst dabei? Ja, da gibt es einen wissenschaftlichen Streit. Es gibt verschiedene Ansichten. Meine Ansicht ist die, dass das zentrale Symptom der Borderline-Störungen eine diffuse Angst ist, also eine freiflottierende, ungerichtete Angst. Also nicht eine Angst vor etwas Konkreten, sondern etwas, was man in Verbindung bringen kann mit früheren Erfahrungen in der Kindheit und Jugend, oft im Rahmen von Traumatisierung, also Misshandlungen und auch sexuellem Missbrauch, mit der Folge, dass permanent so eine diffuse Angst in den Patienten, in den Kindern damals war, was denn wohl als nächstes passieren könnte. Andere Kollegen gehen davon aus, dass Wut und Hass zentral ist, andere Scham oder auch Ekel. Bei der Angst, jedenfalls gehe ich davon aus, ist es so, diese diffuse Angst als Grundangst muss in den Griff bekommen werden, und das kann man hinbekommen durch Ausrichtung einerseits, also zum Beispiel, indem man eine Phobie entwickelt, also eine Angst vor etwas Konkretem. Also eine ausgerichtete Angst ist scheinbar weniger problematisch als etwas völlig Diffuses. Mhm. Man kann es hinbekommen, auch über Herstellung eines Zustandes der Affektlosigkeit, also im Rahmen von einer Depressivität zum Beispiel. Das heißt, wenn man gar kein Gefühl hat, ist das erstmal auch scheinbar angenehmer als diese vernichtende, ungerichtete Angst. Und bei der Sexualität ist es so, dass zum Beispiel hochriskantes Sexualverhalten natürlich auch eine Angstausrichtung ist. Also wir hatten zum Beispiel ein Paar auf der Station, die haben sich auf der Station kennengelernt. Die Patienten sind in der Regel relativ jung, und natürlich kommen dann auch Beziehungen vor. In vielen Kliniken werden Beziehungen per Stationsordnung ausgeschlossen. Die einzige Folge davon ist dann, dass die Teammitglieder nicht erfahren, dass die eine Beziehung haben. Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir glauben, dass man diese Dinge nur wirklich bearbeiten kann, wenn die Patienten offen sind, und dazu gehört, dass wir sie nicht zum Beispiel rausschmeißen, wenn sie eine Liebesbeziehung anfangen auf der Station. Mhm. Beide waren relativ schwer gestört, und es gehörte zur typischen Liebespraxis der beiden beim Sex, dass er sie würgte. Mit nicht immer ganz gesicherten Ausgang, behaupte ich mal. Also ich würde bei einer solchen Situation Angst haben, und zwar eine gerichtete Angst. So war das bei denen auch, und unter diesen Umständen konnten sie Sexualität ausleben, aber auch nur durch Einsatz einer solchen massiven Verhaltensweise wie dem Würgen. Ich finde auch, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man diese Dinge nicht einfach verbieten kann, sondern dass man eine Atmosphäre schaffen kann und muss, um darüber zu sprechen. Mhm. Denn natürlich kann es nicht das Ziel sein, dass dieses Sexualverhalten bleibt. Denn irgendwann geht es wahrscheinlich wirklich mal schief. Die haben uns davon erzählt, und wir haben in den Einzeltherapien mit ihnen bearbeitet, was dieses Verhalten bedeutet, und am Ende war es dann auch nicht mehr relevant. Also geht es in dem Fall jetzt auch darum, durch ein bestimmtes Sexualverhalten seine vielleicht diffusen Ängste zu fokussieren und irgendwo hinzuleiten. Und das ist dann für die Patienten schon eine Art Erleichterung, einfach zu wissen, was man eigentlich spürt, auf was das gerichtet ist. Kann man das so beschreiben? Ja, so kann man das formulieren. Es gibt auch noch andere Sachen, die in dem Bereich relevant sind, zum Beispiel, dass intensivste Beziehungserfahrungen natürlich auch viel eher
von einer solchen diffusen Angst ablenken als Langeweile zum Beispiel. Und auch hier spielt natürlich zum Beispiel riskantes Sexualverhalten eine Rolle, um andere Gefühle wie Angst zum Beispiel zu überdecken. Wo setzen Sie denn therapeutisch da überhaupt an? Das ist ja für jemanden, der mit dem Thema noch nicht viel Berührung hat, ja unheimlich komplex. Man weiß gar nicht, wo fängt man da an? Und vor allen Dingen auch Angst an sich, die auf etwas gerichtet zu haben, ist vielleicht erträglicher als so eine diffuse Angst zu haben. Aber Angst an sich ist ja auch nicht unbedingt was Positives. Also wie versuchen Sie zu helfen, ganz allgemein gefragt? Also grundsätzlich ist Angst natürlich schon positiv. Angst dient ja letztlich ein dazu, genau, dass Menschen mitbekommen, wann es gefährlich ist. Und in der Therapie ist aus unserer Sicht der entscheidende Punkt, dass wir eine Beziehung herstellen, in der die Patienten in der Lage sind, uns Dinge zu berichten, die sehr heikel sind für sie. Das führt typischerweise auch zu einer Destabilisierung dann. Also nicht zu einer Stabilisierung zunächst mal, sondern zu einer Destabilisierung. Und wenn ein Patient das ertragen kann, setzt das voraus, dass er irgendwie auch in die therapeutische Beziehung vertrauen kann. Vertrauen gewinnen ist aber ein ganz heikles Thema für diese Patienten. Also wir haben hier einen längeren Prozess, das geht nicht schnell. Manchmal brauchen wir mit Pausen viele, viele Monate und manchmal auch ein paar Jahre mit Pausen, sage ich. Das heißt nicht, dass die Jahre in Behandlung sind, stationär. Aber es gibt auch Patienten, die so gestört sind, dass sie im Prinzip über das fast ganze Leben eine Therapie bräuchten. Das zahlen die Kassen in der Regel nicht. Aber auch das macht nochmal deutlich, wie wichtig einfach erstmal die therapeutische Beziehung überhaupt ist. Und wenn die therapeutische Beziehung steht, dann kann man mit den Patienten auch Dinge ansprechen, die man bei kürzeren Kontakten nie ansprechen würde. Kann man eigentlich ein generelles Therapieziel formulieren oder geht es darum, wirklich erstmal, wie Sie sagten, einen Anfang zu machen, eine gewisse Basis zu schaffen? Oder ist es vielleicht so, dass Sie versuchen oder dass es der Idealfall wäre, Borderline-Patienten eben in eine bestimmte Gruppe einzuordnen, nämlich in die Gruppe derjenigen, die eine normale Sexualität leben? Oder ist das utopisch? Nein, das ist überhaupt nicht utopisch. Im Prinzip sind Borderline-Störungen gut zu behandeln. Also auch wenn Sie im Internet gucken, Sie werden immer so merkwürdige Äußerungen finden wie, das hat alles nichts gebracht. Natürlich gibt es Patienten, bei denen die Therapie nichts bringt. Das ist bei allen schweren Störungen so. Aber im Prinzip ist die Prognose besser als bei vielen anderen psychiatrischen Krankheitsbildern. Ich sagte schon, der Hauptproblembereich ist letztlich die Herstellung einer gewissen Beziehungszufriedenheit. Das wäre natürlich das erste Therapieziel, dass der Patient überlebt und sich durch Selbstschädigung zum Beispiel nicht umbringt, Suizid zum Beispiel. Das nächste Therapieziel ist eine angemessene Beziehungs- und Lebenszufriedenheit. Das ist schon sehr viel schwieriger zu erreichen und braucht sehr viel mehr Zeit. Und ganz am Ende ist natürlich das Ziel einer jeden Therapie das Überflüssigwerden des Therapeuten. Wie sieht denn so eine Therapie konkret aus? Also das kann man mit Sicherheit natürlich nicht verallgemeinern, aber Gruppensitzungen, Einzelgespräche, was gehört alles dazu? Ja, wir haben verschiedene Settings. Wir haben auch verschiedene Stationen für jeweils spezifische Settings. Zum Beispiel gibt es natürlich eine Station für Krisenintervention. Eine Krise bei Borderline-Störungen kann zwischen einer Sekunde und einem Monat dauern, sage ich mal so. Da geht es um die Beseitigung der Krise, das Erkennen der Gründe für das Entstehen der Krise und eine gewisse Stabilisierung. Da geht es nicht um eine grundsätzliche Bearbeitung der Lebensgeschichte. Dann haben wir eine Station, da machen wir fast nur Traumatherapie, ist eine Station für Frauen. Das heißt, da werden die Lebensgeschichten schwerpunktmäßig bearbeitet, Traumatisierung ist da der zentrale Bereich. Wir haben eine Station, da geht es um eine beziehungszentrierte Psychotherapie. Da geht es wirklich um die Art, wie Sie Beziehungen führen, auch um Sexualität natürlich. Das ist die Station, wo wir die längsten Verweildauern haben. Und manche Patienten sind ein halbes Jahr, manche auch zweimal ein halbes Jahr da, manche auch ein Vierteljahr, so genau kann man das nicht
vorher festlegen. Man muss gucken, wie sich die Therapie entwickelt und wie sich die therapeutische Beziehung entwickelt. Aber so Therapien, dass Patienten, wie wir das am Anfang gemacht haben, 2 Jahre durchgängig auf einer Station sind, solche Fälle hatten wir im Einzelfall, sowas wird heute nicht mehr gemacht. Er macht neue Beziehungserfahrungen und kommt dann ein zweites Mal mit den neuen Beziehungserfahrungen und man guckt, was hat sich verändert, wo muss noch nachgearbeitet werden. Das ist dann ja wiederum auch eine Art Vertrauensbeweis, ne? Dass die Patienten danach nochmal kommen und nochmal überprüfen lassen, wie eigentlich der Status quo ist und so weiter. Vielleicht sollte ich noch eins sagen. Das Ziel der Behandlung bei uns ist niemals, dass der Patient frei von psychischen Störungen ist. Das Ziel der Behandlung ist letztlich immer, dass er in der Lage ist, eine ambulante Therapie aufzunehmen, durchzuhalten und die für ihn relevanten Dinge darin auch zu bearbeiten. Mhm. Es gibt Patienten, die erreichen das relativ rasch und es gibt Patienten, die kommen überhaupt nicht damit zurecht, wenn sie auf der Station Therapeuten haben und dann werden sie entlassen und dann müssten sie andere Therapeuten haben und entwickeln dann aber dort kein Vertrauen. Das heißt, das sind dann Patienten, wo man sich überlegen muss, ob wir kapazitätsbedingt in Einzelfällen nicht dann auch eine ambulante Therapie durchführen, solange sie eben nötig ist. Mhm. Wie wird denn eigentlich entschieden, ob so eine Therapie zu Ende ist? Also wann ist der Punkt erreicht, wo Sie quasi guten Gewissens Ihre Patienten entlassen? Entweder in die Ambulanz oder vielleicht dann auch ganz aus der Therapie? Ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen, denn gewisse Rückfälle aufgrund vielleicht unerwarteter Lebenssituationen und so sind ja sicherlich immer möglich. Die gehören dazu. Auch wenn eine Borderline-Störung nicht mehr besteht, ist die Gefahr, dass im Rahmen einer Krise die Patienten tiefer in eine Krise geraten, als es andere täten, sehr groß. Mhm. Ich glaube, ich kann Ihre Frage gar nicht wirklich beantworten. Was macht einen Therapieerfolg aus? Wie misst man so etwas? Mhm. Man kann Symptome messen, ob die noch da sind oder nicht. Aber Beziehungszufriedenheit zum Beispiel oder die Qualität von Sexualität, wie wollen Sie das messen? Sie können Fragebögen geben. Ja, okay. Letztlich ist es eine Frage, wo der Patient oder die Patientin und die Therapeutin oder der Therapeut gemeinsam dahin kommen, die sagen, das ist jetzt der Zeitpunkt. Natürlich gibt es Patienten, die können sich nicht trennen, die regredieren, die wollen eigentlich bis zum, was weiß ich, welchen Tag bei Ihnen in der bleiben. Klinik sein. Ja, dann muss man manchmal etwas nachdrücklicher werden. Aber im Prinzip ist es eine Sache, die in der Therapie gemeinsam entwickelt wird. Also wir entscheiden nicht einfach und in 2 Wochen werden Sie entlassen. Sondern wir besprechen das und bereiten das vor. Patienten haben oft ein sehr gutes Gefühl dafür, wann es wirklich an der Zeit ist zu gehen. Sie haben oft auch die Befürchtung, sie würden mit uns nie wieder in Kontakt treten können. Das können die natürlich jederzeit. Also viele Patienten rufen an, melden sich, wenn es ihnen gut geht, manche eher, wenn es ihnen schlecht geht. Und nicht wenige halten den Kontakt zu einzelnen Teammitgliedern. Und kommen auf diese Weise draußen ganz gut klar, weil sie wissen, sie haben da noch so einen Rettungsanker. Mhm. Hat dieser enge, vielleicht auch über die Therapie hinaus bestehende Kontakt eigentlich auch irgendeinen Effekt auf die Therapeuten selbst? Also braucht man da eine spezielle auch, ja, eine Weise abzuschalten? Weil es scheint ja doch dann so ein besonders enger Kontakt. Man guckt ja auch direkt in die Seele dann rein. Wie kann man da professionell, sage ich mal, bleiben? Oder sollte man das da überhaupt? Ja, man muss natürlich. Also wenn ein Therapeut anfängt, einen Patienten zu duzen, dann geht etwas ganz furchtbar schief, wenn Sie mich fragen. Eine therapeutische Beziehung ist ja deswegen eine relativ schwer zerstörbare Beziehung, weil es nicht auf gleicher Ebene ist. Mhm. Also, wenn 2 Menschen eine Liebesbeziehung haben, haben sie beide hochemotionale Aktien in der Beziehung. Und wenn der eine der beiden den anderen, was weiß ich, beleidigt, dann würde das bei den beleidigten Situationen, innere Situationen hervorrufen, dass er einen Impulsdurchbruch kriegt oder er haut mal für eine Nacht ab oder was auch immer. Das heißt, hier würde die Beziehung belastet werden. Wenn ein Therapeut
im Rahmen einer therapeutischen Beziehung von einem Patienten beleidigt wird, dann weiß der Therapeut, es gilt dem Therapeuten, aber mir als Privatperson nicht. Mhm. Und deswegen bin ich unverletzbarer und habe viel mehr Möglichkeiten, alles zu tun, dass diese therapeutische Beziehung durch so etwas nicht zerstört wird. Privat könnte ich das so nicht. Das heißt, wir haben eine völlig andere Beziehungsqualität. Das ist das eine. Das muss eingehalten werden. Das zweite, in aller Regel in den Kliniken muss es auch kontrolliert werden. Das machen Ober- und Chefärzte oder es machen auch Supervisoren. Das heißt, von außen kommt ein Therapeut und der Therapeut in der Klinik berichtet dem, wie die Therapie läuft. Mhm. Und dann wird gemeinsam geguckt, ob das gut funktioniert oder nicht und was anders gemacht werden muss. Und ein weiterer Punkt ist in den Kliniken natürlich ein gutes Team, wo man ehrlich miteinander sein kann, wo man auch darüber sprechen kann, wenn ein Therapeut Sorge hat, die therapeutische Distanz vielleicht nicht mehr so gut einhalten zu können, weil ihm der Patient vielleicht zu sehr am Herzen liegt, dann muss da gemeinsam gesprochen werden und dann findet man da auch gute Wege in aller Regel. Und der letzte Punkt ist der, dass ein Therapeut den Beruf wahrscheinlich nicht lange durchhält, wenn er nicht ein, ich will mal sagen, zufriedenstellendes Privatleben hat. Mhm. Dazu gehören natürlich auch Liebesbeziehungen. Übrigens auch Sexualität. Die Sexualität des Therapeuten hat natürlich Einfluss darauf, wie er in der Therapie mit der Sexualität von Patienten umgeht. Also jemand, der extrem prüde ist, wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, jedenfalls zunächst mal, einfach nur zu hören, was manche Patienten an sexuellen Erfahrungen haben. Mhm. Beispielsweise, wenn eine Patientin es extrem erregend findet, vergewaltigt zu werden. So etwas gibt es. Ich könnte noch ganz andere Dinge erzählen, aber dann muss hier ein Piepston unterlegt werden und das wollen wir ja vielleicht vermeiden. Das heißt, hier ist die Haltung des Therapeuten auch zu Themen wie Sexualität, die er persönlich dazu hat, wirklich auch wichtig. Mhm. Und auch das muss im Team besprechbar sein. Wenn Sie das im Team nicht besprechen, dann werden Sie diese Dinge mit den Patienten nicht wirklich bearbeiten können. Sie können nicht in der Einzeltherapie eine geniale Therapie machen und der Rest des Teams kriegt da aus welchen Gründen auch immer das nicht mit. Dann kann der Rest des Teams auf den Patienten, wenn der zum Beispiel im Rahmen der Therapie in eine Krise gerät, die können gar nicht mehr angemessen reagieren. Das heißt, eine gewisse Offenheit ist ein ganz entscheidender Punkt auf solchen Stationen. Mhm. Ist ein unheimlich interessantes Thema. Ich habe es anfangs schon gehofft, aber hat sich auch bewahrheitet, Herr Dr. Dulz. Vielleicht können wir uns so langsam zu einem Schlusswort hinbewegen. Und da würde ich gern noch mal so eine Art Zusammenfassung haben. Also vielleicht können Sie sagen, was Sie sich wünschen für die Sexualität Ihrer Borderline-Patienten und wie realistisch das ist, das auch zu erreichen. Das ist ja bei jedem extrem individuell. Das Ziel, was ich mir für die Patienten und deren Sexualität wünsche, ist, dass sie in der Sexualität Lust empfinden können, dass sie sich hinreichend fallen lassen können, dass sie sich dort, wo es nötig ist, schützen und abgrenzen können und dass es für ihre Befriedigung nicht erforderlich ist, andere zu verletzen. Und alles in allem sollte es eine zufriedenstellende Sexualität sein. Ich finde, zufriedenstellend ist wirklich eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Man darf ja nicht erwarten, dass man sein ganzes Leben lang immer irgendwie im siebten Himmel schwebt. Das ist ja völlig unrealistisch. Aber zufriedenstellend beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Definiert ja auch jeder für sich selbst, was zufrieden ist. Natürlich, für mich persönlich. Ja. Können Menschen denn wirklich auch eine zufriedenstellende Sexualität haben, trotz Borderline? Oder ist das Ziel immer, beides zusammen sozusagen wieder hinzubekommen? Nein, sie können natürlich auch eine zufriedenstellende Sexualität haben. Ein Teil, das hatte ich eingangs gesagt, hat das ja auch. Mhm. Und bei denen, die das nicht haben, gibt es eine realistische Chance, es zu erreichen. Nur schnell geht es nicht.
Das muss ja auch nicht. Hauptsache, irgendwann kann man es erreichen und das macht doch schon mal Hoffnung. Also, wenn Patienten möchten, wenden sie sich an Sie, an die Asklepios-Klinik Nord-Ochsenzoll, richtig? Genau. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Sehr Herr gerne. Dr. Dulz, dass Sie da waren. Danke Ihnen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten ebenso viel interessante Informationen wie ich eben aus diesem Gespräch gezogen. Das war Nachtvorlesung nachgefragt für dieses Mal. Wenn Sie Lust haben, sich noch die ein oder andere weitere Sendung von uns anzuschauen, dann empfehle ich Ihnen wärmstens einen Klick auf unsere Internetseite. Der Link dazu, der ist www.asklepios.com/nachtvorlesungen. Dort können Sie sich alle Sendungen mal anschauen, die Sie vielleicht interessieren. Und darüber hinaus finden Sie dort nämlich auch eine Liste, die Ihnen sagt, wann, wo und zu welchem Thema demnächst mal wieder eine hanseatische Nachtvorlesung von einem Asklepios-Experten gehalten wird. Also einiges zu tun für Sie. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl auf unserer Seite und dann hoffentlich bis in ein paar Minuten zur nächsten Sendung. Tschüss.